Ist ja frisch motiviert weitergehen. So, hallo, wir machen weiter. Bei, ich wollte sagen Cavis Eratorum, das ist richtig, aber das Spiel heißt Infernum. Und letztes Mal haben wir 2 Level geschafft. Und jetzt sind wir in einem Level. Sagel hat mir gerade gesagt, ich soll versuchen, es wie ein Mario Maker Level zu spielen. Das heißt, möglichst erstmal nicht safe staten. Twakes hat es mit, was hast du gesagt, einem Safe State pro Hälfte? Richtig. Okay, also dann darf ich ja doch einen setzen. Ja. Okay. Einen schon, aber wie gesagt, übertreib's mal nicht, weil sonst verliert das Level sehr schnell seinen Reiz. Ja gut, wir spielen es also erstmal. Du hast sogar eine etwas einfachere Version bekommen, als Twakes sie hatte. Wir spielen es also erstmal ohne Safe State. Hä? Das bin nicht ich, okay. Ich bin hinter dem Busch. Das war frech. Der Level geht schon mal gut los. Okay, also dann bin ich hier runter. Okay, okay, ich ist ja. Ich glaube, ich. Ja, das ist dann Conan Goal und Conan Midway, wie du dir denken kannst. Wahrscheinlich muss ich Anlauf nehmen. Ja, ich muss Anlauf nehmen. Okay. Den Typ, den werde ich doch wohl killen dürfen. Ja, viel kannst du nicht mit dem machen. Ja, dann kann ich den killen und dann kann ich jetzt hier diesen Sprung hier nutzen. No! Übrigens geht es mit einem Spin-Jump besser, weil du dir dann nicht so leicht den Kopf an der Decke stößt. Ja, das hätte ich jetzt auch als nächstes probiert, aber das sind halt gelbe Münzen gewesen, keine blauen. Das ist natürlich korrekt. Kann ich nicht dagegen wehren. So. Also die darf ich beide nicht einsammeln. Richtig, aber kannst du mal scrollen, damit du siehst, wie weit du es in etwa hast. Ja, lol. Ach so, ich muss weiterspringen. Ah, ich habe den Speed verloren. Okay. Nicht der Sprung. Okay. Nein! Zu bald. Okay, jetzt bin ich wieder zu ungeduldig. Dann warten wir halt hier vorne. Nein, das war zu... Oh. Der Sprung ist ganz schön eng bemessen. Also wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich jetzt einen State gesetzt, aber wenn ich den Cooper gekillt hätte, aber wir lassen das mal. Oh. Wenn es wenigstens jetzt mal klappt, ihn da hinten zu killen, würde es nämlich schneller gehen. Schön. Ja, das ist auch eigentlich gar nicht so schwierig. Nein, ich hab nicht... Wait, was ist eigentlich auf der linken Seite? Hab da doch was gesehen. Ne? Okay. Ist der Weg rechts gar nicht der richtige oder ist das ein Secret? Der Weg rechts führt dich zum Mond. Ah. Ja, umso besser. Deswegen ist er auch so knapp bemessen. Ja, umso besser muss ich den Quatsch gar nicht machen. Richtig. Okay. Ja, das einzige Level in dem Hack, das unmarkierte Notenblöcke hat. Und Coinblöcke. Wo soll ich jetzt wissen, wo die sind? Okay, lol.
Nee, ich meine, ich hatte doch gerade den Mist. Vielleicht erkennst du eine Tendenz, in welche dieses Level geht. Ja, ich muss raten. Deswegen heißt es auch Erratorium von erraten. Ja, der Name ist übrigens auch eine Anspielung auf einen Fairy-Level. Dort gab es nämlich das Navis Erratorum. Ah. Und dies ist aber kein Schiff der Fehler, sondern dies ist die Höhle der Fehler. Okay. Mann! Ach, der hüpft zweimal. Aber das waren die Ninjis, die zweimal hüpfen. Richtig, der Football ist Aunchi. So. Na, oh. Den kannst du rausscrollen, Conan. Das ist nicht so schlimm. Okay. Wenn ich scrollen darf. Meistens, wenn ich es mache, heißt es ja, nein, du darfst nicht scrollen. Ah, warte, ich kann ihn killen. Ja, wenn du nicht reinspringst, kannst du den sogar killen. Ah, falsche Richtung. Ah, den kann ich doch vielleicht sogar... Ja, den kannst du auch mit dem Block hier killen. Halt nur gerade ein ungünstiges Timing. Lass mich raus! Oh, ich komme nicht raus, oder was? Doch, das kann halt nur ein paar Sekunden dauern. Aber einfach nach links und springen drücken, irgendwann solltest du rauskommen. Ja! Das hat nicht so gut funktioniert. Das war meine eigene... Wait, da komme ich da hoch. Ach, ich falle dann runter und dann sammle ich den Mond ein über die andere Röhre. Ja, richtig. Ah. Ist gar nichts, wie es scheint. Verstanden. Ach, Mist. Da bin ich irgendwie weiter reingelaufen, als ich dachte. Ja, richtig. Ha! Sehr gut. So. Lass mich hoch! Oh Mann. Ja, du brauchst ein bisschen Geschwindigkeit, um da hochzukommen. Nein, Anlauf! Ah, Manu! Aber zu deiner Beruhigung, Twakes hat er auch Probleme mit dem Sprung. So. Okay. Hier dürfte jetzt eigentlich kein Koopa herkommen, aber ich möchte jetzt auch nicht zu hoch springen, nicht, dass da irgendwas drunter ist. Aber das kann eigentlich nicht sein, das würde ich ja sehen. Nee, das würde ich nicht sehen. Keine Ahnung, ob da was gewesen wäre, aber... Man hat's ganz kurz gesehen. Da ist ein Goal... Nee, was... Ja, da ist ein Goal. Oh, frech. Glückwunsch, aber ich glaube, du bist einer der wenigen, der es tatsächlich auf Anhieb ausgewichen ist. Ja, du hast mich jetzt so verunsichert hier mit dem Level. Ich traue den Münzen hier jetzt auch nicht. Ich traue hier gar nichts mehr. Soll ich jetzt hier links runter vielleicht? Das würde irgendwie passen. Schade. Ein guter Gedanke zumindest. Ja, nee. Dann wäre ich jetzt nicht tot. Also von der Idee her hätte es schon sein können. Oh je.
Das verheißt nichts Gutes. Nein. Come on! Ja, ganz schön schwierig, diese Stelle. Eigentlich nicht. Bitte. Ich frag mich. Nee, da links ist nichts. Da war früher mal der Weg zum Mond, bis ich eben den Mond ausgetauscht habe. Ich habe mich jetzt eher gefragt, ob da vielleicht ein Item ist, was ich einsammeln will oder so. Nee, zum Glück nicht. So, ich vertraue den Münzen trotzdem nicht. Okay. Kann ich die Röhre vertrauen oder geht's da drüben weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Das sind nicht die normalen Credits. Die gehen in die andere Richtung. Richtig, diese scrollen jetzt einfach einmal durch. Da ist wieder die Musik, wo ich immer noch nicht weiß, wo sie herkommt und sie immer wieder denke, dass sie von Talos Principle kommt. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Moment, ich muss mal zurückspulen. Ja, mach das mal. Okay. Ist das keine echten Credits? Das habe ich auch schon festgestellt. Okay, ich kann aber auch nichts machen. Richtig, du siehst hier quasi einmal die Credits, nur eben ganz langsam durchscrollen. Na gut, dann bleib jetzt erstmal hier stehen und hoffe, dass mich nicht irgendwas killt. Dass irgendeine von den Schriften plötzlich fest ist und ich zerquetscht werde oder sowas. Ja, Fun Fact, ich glaube, irgendein Schriftteil ist sogar fest. Okay. War hier keiner. Okay, hier ist auch alles gut. Okay. Ja, scheinbar bin ich hier falsch. Ne? Okay. Das Retry sieht übrigens auch sehr lustig aus. Ich wollte sagen. Ist in da irgendeinem Busch eine Röhre oder so, dass ich da rein kann? Nee, ich sag dir mal zumindest, dass du bisher alles richtig gemacht hast. Also außer die Röhre mit den Credits natürlich. Also ich darf halt nicht die Credits-Röhre rein. Richtig. Mist. Aber hier der Anfang müsste passen. Hier darf ich auch nicht weiter. Also hier ist auch Quatsch. Komm. Du musst zu rechts übrigens erstmal den Block aktivieren. Ach, scheiße. Das mit dem Block da rechts funktioniert übrigens am besten, wenn du da ganz vorsichtig rangehst. So. Ist auch nichts. Das Goal darf ich auch nicht auslösen. Du hast ja schon gesehen, wohin es dich führt. Ja, in den Abgrund. Ja, aber dann bleibt mir's ja nur, hier zu diesem Ding zu springen. Mein...
Der Manche wird mich töten. Das ist jetzt nicht plötzlich irgendwas Umdekoriertes, dass der Manche jetzt, keine Ahnung, Power... Ja, es gibt Map 16 Edits, aber sie halten sich in Grenzen. Muss ich jetzt hier einen unsichtbaren Block finden, oder was? Nee, das auch nicht. Aber in die Credits darf ich nicht rein. Richtig. Bin ich hier noch richtig? Ja, bist du. Das ist doch ein Weitsprung. Das ist das Einzige, was bleibt. Ach, ich hätte es versuchen sollen. Ach ja, der beste Raum überhaupt. Hätte der Pisage killt. Hätte den darf ich nicht einsammeln. What? Okay, hier komme ich gar nicht hoch. Hier kommst du hoch. Das war jetzt wahrscheinlich schlecht. Ja, moin. Die Frage ist halt, ist das jetzt wirklich falsch oder kann ich hier was tun? Zum Beispiel zurückgehen. Du kannst dich hier selbst umbringen. Aber ist das alles? Ja. Ah, verdammt. Also in der Regel, immer wenn du in so einem Raum hier landest, dann darfst du dich selbst um. Das ist aber sehr großzügig. Wie eigentlich? Wie soll ich da hoch? Mit Anlauf oder was? Mit Running Speed. Ach, da muss man jetzt auch noch timen, dass man sich umbringen kann. Ja, mit ein bisschen Anlauf und Empathie kommst du da schon hoch. Oh. Ist doch gar nicht mal so schwierig. Okay. Also, dann wissen wir jetzt zumindest schon mal, was wir tun müssen. Jetzt haben wir eine Vermutung. Okay. So. Also ich will bestenfalls nicht den Pilz einsammeln, glaube ich. Na! Kann ich zumindest gucken, wie es da hochgeht? Nein. Na, du kannst hier Anlauf nehmen. So. Hier? Ja, wird zwar eng, aber... Also es sind irgendwie 4 frame-perfekte Inputs hintereinander, aber an sich geht das. Ja, nee, danke. Ich verzichte. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, muss ich mich da umbringen, oder was? Ja. Ja, du setzt den Save-State dann, wenn du ihn für richtig hältst. Weiß nicht, was alles noch kommt. Aber normalerweise ist es so von der Länge her... Oh ne, jetzt bin ich auch noch klein. Ach. Na bitte. Ja, sehr gut. Mein Gott. Aber da wir gesagt haben, einer pro Abschnitt, denke ich, dass da trotzdem eine gute Stelle ist, um einen zu setzen. Nein! Kannst du eigentlich jetzt sagen, was anders war, bevor... Ja, ich habe viele Sachen an der zweiten Hälfte noch ein bisschen verändert.
in der Regel ein bisschen verkürzt, ein bisschen aneinander gekettet, dass das nicht ganz so lose wird. Ah, okay. Ich habe noch ein paar Räume mit so berühmten SMW-Streamern mit eingefügt. Ah, okay. Also in der neuen Version sind jetzt, wer ist denn so mit dabei? Shofda, Just Cook und Third Wall. Okay. Dass ich die alle kenne. Ja, so viel wie du SMW auf Twitch schaust, wird's mich nicht wundern. Nee, kenne ich nicht. So. Date. So, Pilz. Weg mit dir. Da fährt jetzt aber hoch. Scheiße. Ich wette, ich darf den nicht einsammeln. God dang it! Was man bei Twakes der Ehre halber auch mit erwähnen sollte, ist, dass er sich trotz seines Safe States immer noch in diesen Räumen dann umgebracht hat. Na gut, ich gehe jetzt nicht 3000 Mal in diese Röhre und mache diesen Dings. Verstehe ich vollkommen aus zeitökonomischen Gesichtspunkten. Wie gesagt, ich wollte es nur mal erwähnt haben, einfach nur damit der Allgemeinheit bekannt ist, dass Twakes zumindest etwas ehrenhafter dafür gespielt hat, wenngleich es auch mehr Zeit gekostet hat. Ja, das glaube ich. So, jetzt machen wir das anders hier. Tschüss, Pilz. Jetzt aber schnell. Bevor ich brauche ihn gleich noch. Nee, okay. Das ist da wohl wieder ein Raum, den ich mich umbringen darf. Richtig. Ja, das war easy. Okay. Ja, eigentlich sollte dir das Ding im Hintergrund da das Bild signalisieren, dass du Yoshi da rausscrollen sollst und damit dann, aber... Aber du hast ja gesagt, glitchen ist nicht, also... Ja, das ist quasi eben die Fake-Message dahinter. So, ich wollte aber auch gar nicht zurückgehen. Ich weiß gar nicht, warum ich da reingelaufen bin. Hallo, Invisible Block. Na klar. Oben ist irgendwas. Da komme ich jetzt wahrscheinlich wieder genau nicht dran. Nee. Naja, da kommst du mit ziemlichem Abstand nicht an. Es war klar. Ja, schade aber auch. Es war klar, okay. Nein! So. Der war das. Okay, ich könnte jetzt mit dem Chuck in die Röhre. Ich könnte auch da runter gucken. Was war denn da so? Der Tod. Gut, dass wir da runter geguckt haben, auf jeden Fall. Mm-mm. Mann! Mach doch nicht diesen Pilz. Mach doch nicht diesen Conan. Das ist definitiv der richtige Raum für den Safe State. Eieiei, okay, wir gehen jetzt zum Chuck rüber, ist ja gut. Okay, was kommt bei der anderen Seite runter?
nichts. Großes Glück, ob der gerade runterfällt. Nee, okay. Ja, Pokis verfolgen dich halt und sie sind, müssen halt erstmal eine gewisse Weile gehen, bis sie dann über den gelben Blöcken stehen. Ah, ja, okay. Das ergibt Sinn. So. Gut. Der endlich mal funktioniert. So. Also dann gehe ich halt da hoch. Oh nee, ich war... Nee, es passt sogar. Lol, ich hätte gedacht, ich muss es anders machen. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin noch nicht überzeugt. Bist noch nicht bei Midway. Erstmal den Sprung hier schaffen. Ja, wenn jetzt unsichtbare Wände kommen, ich sehe schon irgendwie sowas kommen. Weil ich habe mir gerade noch was anderes gedacht. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, das nicht. Als... Stell dir mal vor, jedes Mal diesen Raum dann mit dem, ne? Ja, Running Speed ja. Spiel. So, weil meine Idee ist, und das würde ja auch funktionieren, dass er hier runterlaufen muss. Das würde halt sogar sehr gut funktionieren. Ich könnte mir denken, dass du da irgendwelche unsichtbaren Wände hingesetzt hast bei dem anderen Sprung. Das ist, oder es ist einfach ein völlig anderer Raum und dann tötet mich der Midway Point oder sowas. Das wäre es natürlich noch. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, aber das muss ich direkt mal aufnehmen in mein Konzept. Also ist es der gleiche Raum? Komme ich an den Midway Point? Ja, es ist der gleiche Raum, aber nein, du kommst nicht an den Midway Point. Was verhindert's? Das siehst du, wenn du beim Midway Point bist. Ja, ich gehe jetzt aber ja richtig zum Midway Point. Ich gehe jetzt über den Chuck zum Midway Point. Ja, das siehst du trotzdem, wenn du beim Midway Point bist. Ah, okay, okay. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Weg. Oh Gott, der hätte mich jetzt da reinschubsen können. Mit ein bisschen Pech. Jetzt noch ein bisschen mehr regrabben und das Ganze sieht wunderbar aus. Ach. Übrigens, nachdem ich vorhin schon die ganze Zeit von Twakes gesprochen habe, ich möchte anmerken, HF hatte diesen Raum in seiner Version noch nicht. Aha. Damals war das Level an sich etwas länger, hatte dafür aber einige andere Räume nicht, die die jetzige Version hat. Okay. Ah, so.
Du. Ich... Oh, falsche Taste. Das ist die Null! Hä? Da, Sylaikan hat im letzten Video gefragt, was ist die Null, die im, ab dem zweiten Abschnitt von dem Level auftaucht mit dem... Ja, richtig, die Null ist inzwischen auch weg. Mit die habe ich auch gesehen. Ah, da hat er nämlich, genau. Da, jetzt, ich wusste die ganze Zeit nicht, was die Null ist. Jetzt sehe ich das. Das ist die Null. Da kam die her. Ja, habe ich übersehen, hier das Layer 3 zu überschreiben. Das ist inzwischen weg. Sehr gut, haben wir das jetzt auch geklärt. Mist, das wollte ich am Anfang vom Video fragen. Scheiße, also von der Aufnahme. Ah, wieder vergessen. Ja, wir haben das Thema geklärt, das passt schon. Ah ja, okay, es musste da irgendwas sein. Also dann richtig. Keine unsichtbaren Blöcke, aber Notenblöcke. Also es ist doch unsichtbare Blöcke. Ja, unsichtbare Notenblöcke, ne? Genau. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier eine Aufnahme, einen Part zu beenden, weil wir schon bei einer halben Stunde sind, oder wir machen hier Überlänge heute. Na nee, wir machen das Level in einem Part. Na dann, viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Komme ich hier wieder raus, aber jetzt ist doch hier bestimmt was anders. Der Midway Point ist zum Beispiel ausgelöst. Und jetzt, ja, hier scrollt's ganz anders. Naja, das hätte es vorhin auch, wenn du da mit Schwung hochgesprungen wärst. Ach so. Oh, da kommt einer. Den brauche ich für den Peacefit. Nee, oder? Keine Ahnung. Müsste man mal eruieren. Achso, aber ich starte ja hier unten. Das heißt, ich kann auch einfach da wieder hoch. Kommt der dann auch? Gut. Na, wir gehen lieber nochmal richtig rein. Ich frage mich bisher, was ich mit dem Peacewitch will. Oh ja, doch, ich weiß, was ich mit dem Peacewitch will. Also wenn du das weißt, Respekt. Also ich vermute es. No! Weil es wird ja. Es gibt nur einen Raum, der Peacewitch technisch Sinn ergibt. Also außer es taucht irgendwo eine Tür auf, das wäre nochmal was anderes, aber ich meine, hier in dem Raum sind ganz viele Peacewitch-Blöcke. Ja, hier sind Peacewitch-Blöcke. Oh, lol. Oh, lol. Okay, wie bringe ich mich jetzt hier um? Mit Wolkensprüngen. Mit einem gezielten Spinjump. Und ich empfehle, Running Speed aufzubauen. Running Speed und Regrabbing. Oh Gott. Übrigens, falls es hier eine Musik gibt, die dir besser behagen würde in diesem Raum, darfst du mir das gerne nennen. Was ist mein Raum, ist da was? Richtig. Ich habe halt die Tetris-Musik genommen wegen deinem Tee, was du hier bildest, aber. Okay. Das heißt, ich kann dir da jedes beliebige Lied mir wünschen. Also sofern das auf SMV Central verfügbar ist. Ja, ja, ne, klar. Also ich meine, ich kann danach Dings suchen und dann sagen, hier, bau dieses Lied ein. Richtig. Also Perfekt. Wenn du dieses typische Mario Maker Troll Lied haben willst, dann Nee, das ist ja viel zu langweilig. Ne? Nein, da gibt bestimmt irgendwelche coolen Anime-Lieder. Ja, ich könnte hier zum Beispiel das Evangelion-Opening reinpacken. Ich muss mal gucken, was es so gibt. Oder uninstall, weil reicht ja nicht, wenn es im Titel ist. Richtig. Nein, ich guck mal, was es so gibt. Mittlerweile, es kommen ja auch immer wieder neue Lieder dazu, also das hört ja nicht auf.
Ja, wir sind schon weit über 100 Seiten. Oh Gott. Ja. Das ist nicht gut. Da guckst du eine Weile. Das ist nicht gut. Ach Mensch, jetzt spring doch gescheit, Kerl. Aber wobei, ich kann auch dann trotzdem von hier aus da hoch. Nee, das ist ein anderer. Das ist doch ein anderer Raum. Richtig, das ist jetzt ein anderer Raum. Oh. Mit einem anderen Chuck. Ah, muss ja, ich komme ja auch durch eine andere Röhre. Hätte man drauf kommen können. Muss ja ein anderer Raum sein. Da kann ich da aber nur anspringen und dann reicht das ja. Richtig. Und jetzt chillt der da eine Runde. Oh, das war schlecht. Die sind trotzdem da. Ja, die sind immer noch da. Okay, gut, aber gecheckt. So, dann holen wir uns den P-Switch und dann gehen wir in den nächsten Raum. Und dann freuen wir uns eine Runde, weil wir dann auch wieder alles falsch machen werden erstmal. Scheiße. Oh je, ich hab jetzt schon Angst. Wieso hast du Angst? Du kannst ja nichts falsch machen. Ja, wenn du wüsstest, was da noch so für Suizidräume kommen, oh je. Ach so. Ja, wenn sie mir zu blöd sind, dann... Du kennst mich. An irgendeiner Stelle werde ich immer sagen, nee, du kannst dir selber spielen. Ja, du kannst wenigstens mal eine Weile probieren. Ja, ich weiß ja nicht, was kommt, also. Ja. Aber das sind ein paar sehr kreative Ideen dabei, auf jeden Fall. Ich bin gespannt! In Before... Oh... Es ist doch schon wieder alles anders, als es sein soll, als man denkt. Ich könnte ja nochmal versuchen, in die Röhre da unten rein zu... Wait, was ist jetzt in der Röhre drin? Ah, jetzt ist da wieder der Raum, okay. Das ist ja nichts Neues. Den hatte ich eigentlich... Den hatte ich eigentlich gemeint, von wegen, mit den P-Switches. Genau, weil ich dachte, vielleicht passiert hier halt irgendwas, dass man dann da runterfällt oder auch keine Ahnung. Richtig, aber hier soll jetzt suggeriert werden, dass du einen großen Yoshi brauchst, um den P-Switch aus der Wand zu nehmen. Ach so. Ja gut, das, ja, das ist dann der Raum gewesen. So, ich will trotzdem wissen, was jetzt bei der Röhre vom Midway Point ist. Da komme ich ja genauso hin. Nee, tust du nicht. Komme ich nicht über die vier hin? Ja, also an sich schon, aber das ist ein lustiger Sprung. Also soll ich das gar nicht probieren, da ist einfach gar nichts. Also ich weiß nicht, ob die Röhre Exit-enabled ist oder nicht, aber wenn, dann bringt es dir auch nichts. Okay, ja, die gehen nicht sonderlich weit runter. Hm. Na gut. Ach, Scheißdreck. Eieieiei. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dass da dann vermeintlich nichts ist. Ich dachte, den Tipp gebe ich dir mal, bevor du es noch probierst, weil, ja, wie gesagt, da kommt man wahrscheinlich hin, aber es ist sehr schwierig. Okay. So. Ja, jetzt nur noch die Blöcke treffen. Dass ich das ohne Self-State spielen soll, nimmt mich schon ganz schön auseinander. Es ist nicht sonderlich schwierig eigentlich. Also, ne, hätte auch die Mancha hätte nur einen Block Platz lassen können zwischen den Manchern. Das wäre schwierig. Naja, klar. So, wie komme ich jetzt da? Ja, cool. Gegebenenfalls einmal scrollen, dann spawnen die etwas besser. Nein, nicht! Bist doch blöd, bist du doch. Ich geh jetzt nicht nochmal da rein.
Ach so, aber ich muss. Ich muss da rein. Du musst da rein. Und so schwierig ist es ja auch nicht, also. Nee, das ein bisschen Glück kann man das sogar wirklich First Try hier schaffen. Ja, das ist reines Glück. Also gut, man weiß halt exakt die Stelle, aber. Schau. Also dafür muss man jetzt kein Save State laden. Nein! Alles gut. So. Wir kriegen jetzt ja endlich mal diesen P-Switch! 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 Yay. So, der ist es. Ich wollte eigentlich den erst in dem Raum drücken, weil mir das zu offensichtlich ist, dass ich den hier drücken soll. Ich wollte noch. Also in die Mannschaft zu springen war jetzt aber wirklich der. Wollte nicht so hoch. Aber andererseits, was könnte hier groß auftauchen? Eine Tür könnte eigentlich auch nicht auftauchen, weil wobei es doch Screengrenzen technisch, glaube ich, wäre es möglich. Ja, es wäre möglich, aber ich bin mal so frei, dir zu sagen, dass es in diesem Level keine unsichtbaren Fiesfischtüren gibt. Okay. Also muss ich schon hier rein. Ja. Ich wusste, irgendwas muss passieren, was anders ist. Ja, da fällt erstmal jeder drauf rein. Aber das ist auch eine miese Stelle. Jetzt bin ich wieder in so einem Tötungs... Are you serious? Natürlich, Brücken bauen ist die beste SMW-Mechanik seit 2008. Sheesh. Und der Tötungsraum ist auch wundervoll. Oder irgendwie hochrutschen oder so? Nö, du sollst hier Running Speed aufbauen und dann von dieser Spitze der Deep Slopes abspringen und das Leben von dem Lucky Two einsammeln, damit der dich dann mit Spines bewirft. Na, wenn es nicht weiter nichts ist. Ja, das ist so einer der gemeinsten Räume hier. Link Dad im Hintergrund wird sicherlich seinen Spaß haben. Die Musik ist auch extrem passend. Uiuiui. Früher hatte ja Link Dad den Raum, den du jetzt hast, aber ja, nachdem ja einige Räume hinzugekommen sind, musste ich ja ein bisschen was umbauen. Okay.
Oh mein Gott, wie soll das denn gehen? Ja, wie gesagt, das ist einer der schwierigeren Räume. Weil der halt einfach extrem glücksabhängig ist, weil du auch nicht immer von diesen Deep Slopes abspringst. Ja, cool. Ne? Der ist richtig lustig. Nee. Aber da gehst du auch nur einmal rein, danach wirst du den Fehler hoffentlich nicht mehr machen. Weißt du jetzt, was kommt? Oh nee. Mach das doch jetzt nicht, bis die 999 abgelaufen ist. Falls es überhaupt noch Zeitlimits jetzt hier gibt. Ja, es gibt noch das Zeitlimit, keine Sorge. Yo! Ne, richtig spaßig. Ich bin selbst beeindruckt über diese Kreativität und wunderschöne Designarbeit, die dieser Raum beinhaltet. Ja, nee, du, ich skipp den gleich. Das ist mir zu blöd. Na, das ist fast so hochqualitativ wie die letzte Schlacht der Elben. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, das sah an sich schon gut aus. Also du siehst schon, es ist möglich, aber es ist halt mies. Ja. Weil der Lucky Two halt auch mitspielen muss, dass der schön weit unten hängt. Ja, nee, du. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Feedback geben, wie du den Hack denn ganz generell findest. Den Hack generell finde ich gut. Gibt es denn schon irgendein Level, wo du gesagt hättest, ja, also das ist so schlecht, das möchte ich auf keinen Fall mehr hier drin sehen? Das hier. Ja, tut mir leid, das wird nicht entfernt, das hier ist etwas Besonderes. Ich merke schon. Da steckt so viel Mühe und viel Leidenschaft drin. Zeit ist jetzt noch übrig, Mensch. Ja, wie gesagt, 999 SMW-Sekunden maximal, weil du ja schon ein bisschen was in den Vorräumen verbraucht hast. Das habe ich übrigens auch in deiner Version noch geändert. Früher, wenn man hier reingekommen ist, hat sich der Timer jedes Mal auf die 999 resettet. Ach. Jetzt inzwischen läuft einfach der von vorhin ab. Gott sei Dank. Es gibt einen Raum, der ist eigentlich fast unmöglich, dass man sich da selbst um. Ja, aber wie soll ich jetzt dann an den blauen Stein rankommen, wenn ich da runterknall? Na, wieso bist du denn da runtergefallen? Ach so, weil ich einen anderen Stein aufgehoben habe. Ja, richtig. Dann soll ich den nehmen? Richtig. Okay. Dann nehmen wir den. Mit ein bisschen Übung geht der Anfang hier auch relativ fix. Nein, den... Ich kann nur den davor nehmen? Richtig, da, wenn du es siehst, an der Decke ist so eine Spalte, nenne ich es mal, die, damit du sehen kannst, wo in etwa der Block beginnt. Okay. Nein, 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 nein. Kein Grund zur Panik, Conan. Alles wird gut. Das ist schlecht. Ja, jetzt hätte man vielleicht noch den Block hier aufschießen sollen. Wie ich das sehe, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du springst wieder nach unten in den Link-Dead-Raum oder du springst in die Mancha. An den Block komme ich nicht mehr ran. Nö. Ah. Thank you.
Wie, was ist das denn hier? So. Nächster Versuch. Oh ja, das geht tatsächlich recht langsam. Bin gerade am Überlegen, ob man sich noch irgendwie anders umbringen kann, aber nein. Nein, der Raum ist wirklich sicher. Ja. Aber diesmal können wir zumindest sehen, wie lange es dauert. Immerhin hast du einen halbwegs vernünftigen Turbo hier in deinem Emulator. Ich glaube, es würde sogar noch schneller gehen, wenn ich... Ah, warte, ich bin dumm! Warum bin ich dumm? Oh. Hä? Also ich glaube, so einen Unterschied macht das jetzt nicht. Aber das verstehe ich jetzt nicht, dass das... Ist nicht der... Hä? Das ist doch kein 30-fach jetzt gewesen. Das ja, ich glaube, so genau solltest du den Emulator hier nicht nehmen. Das hat ZSNES hat es noch damals anders gemacht. Nee, ZSNES war noch unpräziser. Aber da war, wenn ich hier hochgegangen bin, da hast du ja dann über diese Einstellung hast du ja dann so Sachen gemacht, wie dass das durch die, also dass das durch den ganzen Screen durchscrollt, so ein Item. Das wäre ja hier jetzt undenkbar. Ja, du müsstest hier in etwa genauso lange warten, wie bis Zeit ablaufen hier jetzt. Aber da, also wie gesagt, da war das ja dann noch ganz anders mit dem Ablaufen. Das muss ich irgendwie anders einstellen können. Na gut, ZSNES ist halt auch janky. Fast Forward Ratio mal 10. Ach so, das ist, wenn ich drücke. Okay. Wir könnten schon längst tot sein, wenn du nicht die ganze Zeit ins Menü gehen würdest. Ja, aber also über ZSNES konnte man das wirklich richtig schnell machen. Da wäre das wäre jetzt wirklich dann für die Level, wo man das durchscrollen lassen muss, wäre das jetzt ja die Hölle über ZMZ. Das geht ja gar nicht mehr. Ja, du kannst ja nochmal einen Ferry-Replay mit ZMZ machen. Nee. Dann sehen wir hier den Unterschied. Item Abuse fehlt übrigens auch noch. Das wird auch immer fehlen. Oh mein... Okay, ich setze erstmal ein State nach dieser Röhre. Zu blöd. So. Nach dieser Röhre schon? Ja, der ist halt, dass ich, wenn ich jetzt mal in dem Raum nochmal runterfalle, ich lasse jetzt nicht nochmal die 900 runterlaufen. Das ist doch Quatsch. Ich verstehe schon, ja. Meine Alternative hättest du auch staten können, wenn du den Raum hier geschafft hast, aber... Ja, nee, ich will ja den wirklich nur als Midway Point sozusagen haben. Okay. Ich kann's dir nicht verübeln. Was mache ich denn? Der ist es. So. Weißt du denn übrigens, wo die Musik her ist? Zu oft gehört, keine Ahnung.
Die ist aus Legends of Zelda Link's Awakening. Ah, das kann sein. Nein, was? Ja, ne, der ist nett. Ist da nur einer? Ja, da ist nur einer. Natürlich, dann muss ich da trotzdem... Sonst kommst du da auch gar nicht rein. Muss ich da trotzdem rein. Weil es ist hier eine neue Röhre. Und da drüben auch? Nee, da ist nur ja, aber die schauen wir uns zumindest mal an. Ja klar, gucken wir uns die an. Ne? Die ist großartig. Ja, das ist aus Puzzle-Dings. Aber ich meine, das muss ich ja nicht spielen. So, ich kann mich hier direkt umbringen. Versuch das trotzdem mal ganz kurz zu spielen. Dauert nicht lange. Genau. Nein, das dauert wirklich nicht lange, Conan. Du musst nur die eine Tür da erreichen, die da im ersten Screen oder so liegt. Scheiße. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, wir werden noch ein paar Mal hier reinkommen, glaube ich. Na! Kommst du darauf? Meinst du, ich falle da noch öfter runter jetzt? Ja, würde ich mal behaupten. Hoffe doch nicht. Aber wie gesagt, wenn du runterfällst, versuch mal echt, das zu spielen. Wie gesagt, du musst nur durch den ersten Screen kommen. Oder durch die ersten beiden. Dann. Okay, aber wozu? Ich meine, es ist ja... Also da geht's ja nicht weiter. Ja, weil in der Tür noch was Besonderes ist. Okay. Natürlich nur, wenn du das sehen willst. Wenn du sagst, nee, ist mir egal, du bist ja nicht neugierig oder so, dann natürlich nicht. Gerade wäre es mir tatsächlich mehr egal. Aber gut. Weil wir leider diesen zweiten Teil bisher nicht ansatzweise geschafft haben. Tatsächlich würde ich sagen, ist das hier schon so die halbe Miete. Und bei einer Stunde sind. Naja, noch 3 Minuten haben wir. So. Glückwunsch. Willkommen im schlimmsten Todesraum. Perfekt. Also darf ich hier gar nicht rein. Oh nee, das sind die Wolkensprünge von Felix. Natürlich. Na gut, einmal machen wir den. Ja, wenn du ihn schaffst, ne? Einmal. Der ist ja mit Slowdown und so schon schwierig genug. Einmal machen wir den. Ja, es ist ja, es bleibt ja effektiv nur Glück. Du meinst, den spielt man nur mit Slowdown, oder wie? Also, wie gesagt, ich würde hier nichts einbauen, was ich nicht selber auch gespielt habe, aber ich habe ein paar Mal das 999er Zeitlimit erreicht, bevor ich den Sprung hier geschafft habe. Ja, das glaube ich schon. Also, wie gesagt, das ist so der schlimmste Todesraum, den es gibt, aber wie gesagt, da geht man ja auch nur einmal rein, dann weiß man, der ist fake. Richtig. Na gut. Dann... Ach. Dann lassen wir das. Oh mein Gott, ich... Oh. Jetzt bin ich wieder in der Phase, wo ich anfange einzuschlafen. Ja, wir können ja nach dem Part dann aufhören. Die Konzentration, die Bi gemacht. Die Konzentration? Konzentration. Aber Konzentration wäre doch auch ein schönes Wort. Ja. So. Also dann muss ich aber doch in die Röhre, wo der... Das ist ja ganz weird. Also dann soll ich doch da rein. Richtig. Das... Ja, was machen wir jetzt? Naja, ich muss es mir eh angucken.
okay, also die waren echt. Du kannst ja auch Running Speed aufbauen, dann siehst du, was da oben ist. Wolken. Visage. Okay. Ich musste die Safe einsammeln, weil da nachher was auft. Okay, diesmal bin ich das aber. Ergo ist es nicht der gleiche Raum. Ist es auch nicht. Richtig, die Conan Goals fehlen. So. Ich freue mich, dass wir tatsächlich mal einen Part mit Überlänge geschafft haben. Eine Stunde endlich voll. Oh Gott. Ah, wenn meine Konzentration nur... Jetzt wieder... Moment, ich muss mal ganz kurz hier... Bisschen Nervennahrung. Vitamine. Lecker Schokolade. So. Na wunderbar. Hat dich das Level sogar schon dazu gebracht, zur Schokolade zu greifen. Mhm. Nein! Oh, habe ich jetzt den State eigentlich geladen? Das wäre nämlich dumm, weil ich Yoshi-Coins eingesammelt habe. Ich hoffe nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Wenn wir gleich feststellen, ob das ja dann noch da ist oder nicht. Weil klar, die müssen weg, sondern dann komme ich da hoch an den P-Switch. Das habe ich schon gecheckt. Auf jeden Fall darf ich ihn jetzt nicht laden aktuell. Ich hoffe, ich hab's nicht getan. Ich freue mich schon, wenn du wieder in irgendeinen Todesraum reinfällst und dann doch laden musst. Oh no. Oder du lässt natürlich die 999 Zeiteinheiten ablaufen. Das ist natürlich dann ganz dir überlassen. Setz jetzt einfach mal hier einen. Kann ich den falschen nicht mehr laden. Falls der hier jetzt eh die falsche Situation ist, ist es eh egal. Da muss ich die Yoshi-Coins halt nochmal einsammeln. Ja, so der große Aufwand war das ja nicht. Nee, eben. Deswegen ja. Das ist verkraftbar. Hey! Jetzt nimm doch mal diesen blöden... Oh mein Gott. Jetzt aber. Finally. So. Bitte hab's eingesammelt. Yes. So, jetzt ist aber die große Frage, was passiert, wenn ich hier nochmal reingehe? Hier nichts. Die nächste große Frage ist, brauche ich wirklich... Ja, moin. Ich muss den killen, bevor der seine Blöcke... Aber das ist ein cooler Tötungsraum. Ich find's nur gerade krass, wie viel Pech ich eigentlich habe. Ja, der Fisch ist aber auch ein ziemlich gemeiner Gegner zu töten. Wird halt immer enger. Ja, wie hast du den einen Inferi-Part genannt, der RNG Pick dich Fisch? Was? Solche Wörter habe ich mal in den Titel benutzt? Glaube schon. Oh je. Da war ich aber noch kein Lehrer. Na stimmt, Inferi, nee, da war ich definitiv noch nicht Lehrer. Weil als Ref losging, habe ich schon nicht mehr Inferi gespielt. Richtig, der Part kam am 21. Juli 2016 raus. Sensationell. Mann, das ist ja, wenn man alle da oben kaputt gemacht hat, geht's ja gar nicht mehr. Ja, dann hast du es aber auch verdient, hier die 999 Zeilen halten zu müssen. Genauso wie du es verdient hast, wenn du den Yoshi da nach rechts wirfst.
Bock, aber ich habe zum Glück ein State gesetzt. Du glücklicher. Und wir wissen jetzt ja auch, dass er passt. Ja. Dann nehmen wir halt den. Eigentlich müsstest du mein Hack mal auf der Switch spielen, ne? Nee. Müsste ich eigentlich halt nicht. So. Mein Gott. Also. Schade nur, dass wir nie erfahren werden, welches grandiose Secret uns im My Little Puzzles Raum noch erwartet hätte. Ja, das gucken wir uns schon noch an. Jetzt bleibt mal ruhig. Ach, ich wollte sagen, das dürfen dann die Spieler selbst rausfinden. Gerne auch das. So, aber jetzt kann der nur hier durch. Ja, richtig. Was war denn da? Ach ja. Der Anfang. Wait, jetzt ist der P-Switch da unten. Ja, richtig. Den kannst du rausscrollen, aber das bringt dir nicht viel. Ich wollte gerade sagen, das ist ja verboten. Naja, ist da jetzt wieder eine Lücke? Nö. Aber einfach die Tatsache, dass er da ist, kann ja nicht Sinn der Sache sein. Ja, es ist auch nicht unbedingt geplant, dass du den P-Switch an der Stelle schon hast. Hä, aber ich habe die Yoshi-Coins eingesammelt, das ist doch jetzt alles legit, was ich gemacht habe. Ja, ja, ist richtig, aber wie gesagt, es soll den Spieler ja auch ein bisschen verwirren. Also ich soll ihn noch gar nicht mitnehmen. Gut, dann lassen wir ihn stehen. Nein! Sorry. Hä, aber wenn ich jetzt... Na, dann muss die erste Röhre aber passen, wenn du sagst, ich brauche ihn da noch nicht dabei haben. Ja, ich gebe zu, das Ende hier ist etwas komisch, aber nein. Ach, das Ende ist etwas komisch, okay. Aber das ist ja schon das ganze Level so, also. Ja, ich wollte gerade sagen, der Rest vom Level ist zum Glück total durchschaubar, nur das Ende ist etwas komisch, alles klar. Na, es ist ein Troll-Level, was erwartest du? Ja, eben. Oh je. Also hier war ja eine Röhre, also hier kann ich nicht durch. Ich kann nur die erste Röhre nutzen, die da kommt. Die Switch kann ich nicht mitnehmen, der nützt mir nichts. Den kann ich auch nicht drücken. Also ich kann ihn gedückt drücken, aber das darf ich ja nicht. Also bringt auch gar nichts. Blödsinn. Ich rede Blödsinn. Nein! Oh, Mann. Der Sprung ist übrigens auch um 1 gekürzt, verglichen mit dem Anfang. Deswegen kommst du hier auch etwas besser rüber. Der war länger? Der war länger am eigentlichen Anfang. Ach so, ich dachte jetzt, wo du das Level noch nicht verändert hattest. Nein, du meinst mit dem ersten Sprung, ja, verstanden. Warum, wann sollen wir den denn dann mitnehmen? Ich verstehe das noch nicht. Nein! Wenn wir jetzt noch in die Röhre reingehen und nicht drüber rennen würde, dann wäre das ganz glorreich. Vorausgesetzt, es ist keine Tötungsröhre, aber es dürfte. Es kann keine sein, weil ich wüsste, wo ich sonst hin kann. Wahrscheinlich musst du doch in den My Little Puzzles Raum. Ja, grundsätzlich wäre es noch möglich, aber von der Art her, wie du es bisher gehalten hast, scheint es nicht so zu sein. Na gut, weil man sich in dem Level ja so sehr auf seine Instinkte verlassen kann. Aber naja. Scheiße. Oh,
Ja, besser nicht den Kopf stoßen. Wir kriegen das schon noch hin. Ich bin zuversichtlich. Ja, aber ich arbeite jetzt wieder mehr mit Save States. Das wird sonst nix. Sitzen mit einem 2-Stunden-Part dann noch da. Na, also, hätte doch auch was. Wir sind jetzt bei 1:10. Ja, richtig. Das ist viel. Na, ich habe ja gesagt, wir könnten an Midway den Part halbieren. Ja, das wäre eine Idee gewesen, aber da habe ich nicht gewusst, wie das sich hier entwickelt. Ja, für die erste Hälfte hast du ja auch schon eine halbe Stunde gebraucht. Ja, aber das ging noch fast ohne States. Also das war zumindest noch so ein... Es war nervig, so, aber es war nichts... Naja, es war... Ja. In der Mitte war schon notwendig. Sonst hätte ich da ja ewig... Oh Gott, nee. Ja, hättest du dich jedes Mal selbst umbringen müssen, hättest du den Pilz gesammelt, dann... Richtig. Wäre allein das ein Stundenpart geworden. Aha. Das ist die goldene Frage, ist das jetzt... Das muss ja ein neuer Raum sein. Ist jetzt hier immer noch eine Röhre oder nicht? Da ist keine Röhre mehr. Okay, das ist der finale Raum. Wir machen es jetzt mal ohne P-Switch. Glückwunsch, dass das Level geschafft. Oh, real? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, so, okay, jetzt willst du, dass ich noch in den anderen Raum reingucke. Dann machen wir das doch. Ja, lange dauert das ja nicht. Kannst du jetzt durchstaten, du hast das Level geschafft. Was, also dann hätte ich jetzt den P-Switch gar nicht holen können. Oder was wäre jetzt alles so passiert? Also du hättest jetzt quasi nochmal durch die Röhre gehen können mit P-Switch. Hm. Dann hättest du den P-Switch auch in den anderen Raum mitgenommen, weil du dann durch eine Röhre rausgekommen wärst am Anfang. Ach, fuck my life. Nö. Okay. Genau, dann wärst du mit P-Switch am Anfang gewesen, dann hättest du ihn gedrückt, wärst dann eben nach dem weiten Sprung nach rechts gegangen und dann hättest du gemerkt, dass man die Röhre gar nicht betreten kann. Ah, okay. Dann loopt eben das Level die ganze Zeit an der Stelle. Ich verstehe. So, ich hoffe, du weißt noch, wie der Anfang funktioniert. Ist ja zum Glück nicht 2016 oder so gewesen. Grob. Scheiße. Stimmt, das kann man natürlich auch machen. Wie, war das falsch? Ja, man soll eigentlich mit der Feder fliegen und den Drybones von oben töten. Ach, das gab's ja auch mal. Du brauchst auch keinen Pilz hier. So. Man musste irgendwie mit Spinjump an das Netz ranspringen. Man sollte mit Spinjump einfach über die Koopas springen. Oh shit. Du hast ja Rewinds. Fuck my life. Ach, da bin ich ja schon bei der Tür. Richtig. Wie gesagt, so lang ist das nicht. Oh Gott, ey. Oh, nee, diese Wurzel nie wieder. Nie wieder. Das wär auch was ich nicht mehr spielen möchte. Also, auch wenn Puzzle-Dings und so alles schön, aber nee. Ich merke mir das ganze Zeug auch nicht, wie das gegangen ist. Spring da mal hoch. Nee. Ja, moin. Ne? Was kommt denn jetzt hier? Ja, nichts. Zwei Manschen von oben und dann kannst du dich hier umbringen. Ah, ich dachte, es kommt hier noch mehr so, dass ich zerquetscht werde irgendwann. Nö. Der wird immer das schneller. Das ist im Prinzip... Also ich weiß ja nicht, ob du dieses Meme hier kennst. Wahrscheinlich nicht. Nee,
Aber es ist halt noch eine schöne Anspielung auf den Streamer Barb. Ja, ja, dass es Barb ist, das habe ich erkannt. Ja, ist bei dir auch nicht selbstverständlich, dass du Streamer kennst, ne? Barb habe ich schon erkannt, aber nicht jetzt, das Meme kenne ich nicht. Ja, gut. RIP. An der Stelle. Gut. So, haben wir es endlich geschafft. Und dann haben wir nächstes Mal Ad Domum Equi. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Geh doch mal in den Stern rein. Okay. Ach, das ist gar kein Level. Richtig, der Stern heißt zum Yoshi-Haus. Ah. Okay, wo ist jetzt dann das nächste Level? Schwierige Frage. Lad doch mal den State wieder. Dann hast du hier ganze Richtung. Ah, ich gehe hier rüber. Memento Mori. Ah, dann sind hier noch zwei Level. Richtig. Alles klar, dann gibt's nächstes Mal Memento Mori. Wir erinnern uns daran, dass wir sterben müssen. Tschüss. Tschüss. Und danke fürs Zuschauen. Vor allem bei diesem sehr langen Part.